Bei der ZDF-Spendengala Ein Herz für Kinder hat das noch Ehepaar Oliver und Amira Pocher offensichtlich etwas unfreiwillig einen gemeinsamen Auftritt absolviert. Beide waren am Samstagabend getrennt über den roten Teppich der Spendenaktion von Bild und ZDF gegangen. Oliver Pocher betrat die Bühne in Berlin zu Showbeginn mit Il Sandra Maiwölden, Amira mit der Let's Dance Gewinnerin Anna Ermakova. Sie setzten sich in verschiedenen Reihen ans Spendentelefon. Moderator Johannes B. Kerner zog die zwei aber rechts und links an seinen Händen vor die Kamera und bat sie, abwechselnd die Spendenhutlinie von Ein Herz für Kinder vorzulesen. Er die Vorwahl 01802, sie die Nummer 101010. Die getrennt lebenden Pochers kamen dem Wunsch etwas überrumpelt und verwirrt nach. Bei der ZDF-Spendengala. Ein Herz für Kinder hat das noch Ehepaar Oliver und Amira Pocher offensichtlich etwas unfreiwillig einen gemeinsamen Auftritt absolviert. Beide waren am Samstagabend getrennt über den roten Teppich der Spendenaktion von Bild und ZDF gegangen. Oliver Pocher betrat die Bühne in Berlin zu Showbeginn mit Il Sandra Maiwölden, Amira mit der Let's Dance Gewinnerin Anna Ermakova. Sie setzten sich in verschiedenen Reihen ans Spendentelefon. Moderator Johannes B. Kerner zog die zwei aber rechts und links an seinen Händen vor die Kamera und bat sie, abwechselnd die Spendenhutlinie von Ein Herz für Kinder vorzulesen. Er die Vorwahl 01802, sie die Nummer 101010. Die getrennt lebenden Pochers kamen dem Wunsch etwas überrumpelt und verwirrt nach.